Das hier so ein Schild hier? Gut, da war ein Schild. Oh. Nein! Gut, nicht geschossen. Das war Glück, das ist nicht. Guck doch voll im Inventar rein. Inventar öffnen, dann siehst du, auf welchen Slot du die Waffe hast. Ja, ich hatte es auf 3 und jetzt ist es plötzlich auf 2, komischerweise. Ja, ich brauche kein Licht, ich bin ein richtiger Mensch, ey. Ja, das Problem ist, dass mein Bildschirm halt so ein bisschen stört. Alter, guck dir den Nebel an, der auf dem Wasser. Ja, ich seh's auch. Ich dachte, es wäre Licht. Ist das der Hit, du? Okay. Sieht echt geil aus. Der Vogt, du! Boah. Der Vogt, den Nebel des Grauens, du! Alter, was ist das für... Da ist ich das Gelbe! Das ist blaues Licht. Oh, ich wollte hier so... Blau? Bei mir ist pink, guck! Der pink ist Licht bei mir! Da würde ich aber aufpassen, es kann sein, ja, dass das... Das ist ja eine Base! Ja, warum ist denn das Gelbe pink? Bei ihm ist es pink, wegen Radioaktivität! Mann, grün, blau! Grün und blau gibt doch pink! Das weiß ja jedes Kind! Aber ich würde da nicht reinlaufen, das Licht, ne? Weil ich nicht weiß, was das jetzt genau ist. Ja, man kann es ja ausprobieren. Aber da steht ein Schiff, ne? Ein Boot, ne? Ein Boot. Aber das sieht geil aus. Ich muss da ein Foto machen. Ich brauche es nicht, weil ein grünes will keiner sehen. Ach so. Ich trinke mal ganz vorsichtig hier was. Welche Strahlung. Denk dran an Strahlungen, ne? Ja, eben. 3% habe ich Strahlung. Ach, dann... Ich höre Frösche. Ja, ja. Ja? Okay, voll gemacht. Kleiner Mini-Sumpf oder was? Es sieht komisch aus. Das sieht schon komisch aus, aber wir gehen immer weiter. Ja, ja. Großen Bogen drum machen am besten. Auch wegen Fallen und sowas, man weiß nicht, ob die Fallen aufgestellt haben oder sowas. Muss er negativ denken hier im Spiel? Ja. Aber man sieht einfach, dass man hier in dem Spiel weitaus echter drin ist als wie bei DZ, ne? Findest du? Ich finde, bei DZ ist man echter drin. Nee, finde ich nicht. Doch, finde ich, find cool. Ich nicht. Finde ich nicht. Wieso nicht? Es läuft besser hier alles. Ja, es ist alles direkter. Man hat das Gefühl, man hat die mehr unter Kontrolle. Wie bei DZ. Bei DZ denke ich mal, nein, kleiner Blick. Hier mein kleiner Blick, ich werde kurz gestört. Oh, ich bin so heiß. Oh, hallo auch, ja. Alles okay? Ich habe doch gerade Besuch bekommen, deswegen. Ah, okay. Da will ich an. Warte mal, der letzte kommt nicht mit. Ja, ich sehe eure Lichtschale hinten. Knüpft er die doch sowieso an, sag ich. Ich bin wenigstens ehrlich und. Ah, siehst du mal. Okay. Viel Spaß auch. Danke. Hast du drin? Alles da. So, oh, da brummt wieder jemand. Bist du? Hast du keine passwortgeschützte Tür, dass da keiner reinkommt, ein Code oder so? Oh. Einfach stör hier. So. Ja. Da muss es noch erziehen. Oh, es geht alles online. Das guckt sich bestimmt an. Hallo, Eulinchen. Hallo, Dani. Richtig. Ah. Ja, ich bin vorne. Ich bin schon weit weg. Ja, ich muss mal gucken, dass ich vielleicht den anderen Bildschirm vielleicht dunkel machen kann. Ach, ja. Du, Markus, wir laufen jetzt weiter und dann links runter zu einer Brücke. Guck mal, eine Staudammbrücke. Siehst du die? Ja, dann kommen wir unten bei den kleinen Orten raus. Genau, da kommen wir an dieser Meeresstraße entlang, wo die vielen Häuser sind. Richtig. Wo die Windräder im Meer stehen. Da sind wir. Und dann kommen wir auch irgendwann zur Dings hier. Zur Militärbase. Ja. Also wir waren bei DZ. Ich finde, DZ war alles ein bisschen echter für sie alles an.
Es sieht echter aus, kein Thema. Aber was halt stört, ist, dass der Charakter nicht reinpasst in das Ambientebild. Weißt du, wie ich meine? Das ist genauso wie früher diese ersten Autospiele. Ja, ja, da war das Auto einfach in der Mitte drauf, so. Nimm doch Mortal Kombat. Ja? Da haben sie die echten Charakter in so ein Foto reingefotografiert, dass du da rumkämpfen konntest damals. Auf Sega. Mhm. Aber das ist so, ist es ja nicht. Ich habe es ja gestern gar nicht so gesehen. Das muss an deinem Computer liegen, wo es wahrscheinlich alles runtergedreht haben. Hallo, ich habe auf Ultra auch gespielt, auch 60 FPS. Aber ohne Witz. Also bei mir hat alles wie Arsch auf einmal gepasst. Es hat sich nichts bewegt, wenn du durchgelaufen bist, zum das Beispiel, ist, ne? Okay, das ist wohl wahr. Da hast du recht. Das ist natürlich klar. Dann warst du nicht. Hier aber auch nicht. Guck, ich laufe hier durch. Ja, und, eben. Und? Ach, wir spielen DLC gerade. Och, Mensch. Das sind nur bestimmte Gräser. Schon haben wir einen Bug empfunden. Und immer noch, und immer noch, und immer noch. Hier, der kleine Büschel, der bewegt sich auf der Straße. Ja. Hier. Die Großen sind immer nicht stark genug. Kriegen wir nicht um. Sind wir zu leicht dafür. Alles haben sie nämlich auch noch nicht hier fest. Da, diesen Baum. Guck mal, wie der aussieht. Sieht so dünn. Hm? Sieht aus wie das Pappe hier. Hm? Tatsache, du. Haha. Raschelt nicht mal. Fett weinet. Ja, kann man mal Escape vom Tago spielen, nicht? Da ist alles echt. Aber das hat ja keiner. Ich glaube einfach, Spiele können nie alle echt Nein. werden. Nur die Realität. Deswegen hat ja dieser Brazig da von Schweden da gedacht, ich muss Call of Duty echt machen. Na da, naja, die Schule dezimiert. So, also hier kommt die erste. Denkt doch, hier habe ich letztens auch schon mal jemand abgeschossen, aus Angst. Wir haben uns beide ziemlich doll erschrocken und haben mich gleich geschossen. Ist einer hinterm Haus? Ich bin hinterm Haus, ja. Ich guck mal hart, ja. Solltest du vielleicht anders schleichen, uns Bescheid geben. So eine Schrotflinte tut bestimmt gut im Hintern. Ist einer vorm Haus? Warum sollen wir das sagen? Hm? Nee, Miss Credit ist schon einfach besser zum Spielen. Es ist alles direkt, das fühlt sich alles ein bisschen echter an hier. Also so. Ja, man hat mehr unter Kontrolle, finde ich, in dem Spiel hier, ne? Ja, irgendwie schon. Aber mit DC hast du mal deine Ruhe. Da bist du mal weit weg. Ich meine, diese, ich weiß nicht, es war ja gestern voll, der Server. Ich weiß ja nicht, vielleicht sind zwei Leute schon voll in dem Server. Weiß ja nicht. Auf jeden Fall bist du mal gestern nicht einen einzigen begegnet. Also ich finde, sie sind auf dem richtigen Weg mit DC. Natürlich, natürlich. Ich verstehe das nur nicht, warum kann man eigentlich keine Computerspiele. Kann jemand da vorne das Licht, ne? Ich bin es doch. Er rennt schon so weit zum nächsten Haus. Nein, wir sind alle, du bist doch Einzelgänger. Okay. Oh, rein, rennen in die Hütte, na gut. Ah gut, ich bin mit deiner Frau mal hier allein. Nein, meine Frau ist hier vorne. Nein. Das ist Julian. Ich muss mich mit Julian leiten hier. Jo, wie geil, ja. Was, die rasen heute in der Stockauer Straße, ne? Was? Carbon Netz habe ich, okay. Das ist gut für die Baseball. Ja, das habe ich jetzt einfach mal eingesteckt. Ja, ich stecke den so alles kann. Ist nicht sicher, warum du. Denk an die Pillen. Ja, wenn du A sagst, wenn es weiße Pillen sind, mir geben. Ja, darauf achte ich schon. Und ich bin der Strahlemann hier. Und ich muss auch nicht wieder betteln, wenn du es gleich hast. 1% vielleicht. 1%, ich hab was 40. Eine Putze schon? Nein, 40. Fast. So. Wenn ich die 1% von Tool mitnehmen will, habe ich 40. Und deine Prozent habe ich 43. Ich habe auch noch 3% für dich. Und dann habe ich schon 46. Ja, ich möchte auch mal gern Haus looten. Jo. Weißt du, was ich mal gerne wünschen würde? Andererseits habe ich jetzt Angst hier allein. Dass sich alle mal zusammenschließen, ja. Oder einer zum Beispiel hingeht und alles, was es so gibt, wo man sagt, boah, das ist geil, bei einer wieder scheiße, bei einer ist das geil, das wieder scheiße. Das ist es. Alles, was geil ist, zusammenpacken. Das versucht Star Klein Tittchen jetzt zu machen. Und Escape von Trago. Was seid denn hier schon wieder? Hier oben im Haus. Ach, da oben. Ach, du bist da unten? Das ist wie alles. Er der letzte Mal hier. Hm? Ah, da unten rennt einer. Schnell, schießt auf ihn. Nein. Wow. Ah, hier. Aber ich muss echt sagen,
konsequent hier. Hast du? Miss Quaid ist wirklich eine 1A. Ja, ja, natürlich. Spielerisches. Ja. Alter, wenn du überlegst. Ich glaub's nicht. So, jetzt weg hier. Das nervt dir diese. Das ist 1A, ja? Thunfischstoße. Zwischen den Rillen gerollt. Ich kann dich mal aufbrechen. Mann, wir sind am Verhungern und jetzt. Wieso nicht? Oh, alle kommen doch rein hier. Wo ist sie denn? Wo ist denn? Da liegt sie vor Tanjas Füßen. Du hast schon gegessen. Nein. Ja, da ist sie weg. Ach Mann, ey, nie wieder. Von nix ist sie 1A. Hat jemand Hunger? Jetzt ist sie weg. Ja, hat jemand Hunger oder nicht? Ich bin bei 61. Gut, ich hab Hunger. Ich bin jetzt weiter. Ich geh jetzt weiter. Hier ist nichts 1A. So, ich hab noch zwei Thunfischdosen. Markus, wie steht's bei dir? Wir hätten 3. 43, das geht noch. Jetzt nehmt ihr's. Jetzt kommen wir gleich ins große Lager rein da vorne. Mann, nervt mich das. Leuchte mal rein. Nichts drin. Ich denke sowieso, dass man DC und Miss Credit nicht zusammen vergleichen kann, glaube ich. Weil allein, hast du das gestern mit dem Tuch gesehen, wo du aus dem Tuch mehrere Sachen machen kannst? Das finde ich jetzt zum Beispiel, könnte hier auch mit rein. Oder das Kriechen. Oder eine Taschenlampe auf die Waffe tun. Das fehlt hier einfach. Ja, oh, das ist richtig. Das sind halt Sachen. Du kannst dich entscheiden, ob du den Gegner sehen willst oder schießen willst. Beides geht hier nicht. Richtig. Ja, hier fehlt halt das Hinlegen. Ja, wobei das bei Arma halt auch nicht viel gebracht hat, ich und Tanja. Wir sind nur auf dem Rand da rumgeschrieben. Ah! Du. Fertig. Okay, da kommt nochmal ein Haus da vorne. Ja, ich komm. Ich weiß, ich glaube, wir gehen einfach zu heftig rein in viele, dass wir sagen, oh, da fehlt noch was und dort fehlt noch was. Du hast ja recht, ein Spiel kann das, ein Spiel kann das. Du hast ja vollkommen recht. Ja. Warum kann nicht ein Spiel alles? Tja, das weiß ich nicht. Aber wir haben jetzt Quaid ist bis jetzt am längsten gewesen. Weil es einfach Spaß macht, das Setting macht einfach Spaß. Wobei ich die Zombies jetzt von DC schon wieder besser finde wie dir. Die sind einfach Hirn amputiert. Obwohl das nur verstrahlte Menschen sind, die können ja eigentlich noch ein bisschen schlau sein. Ist ja Paul. Die sind ja nur verstrahlte Menschen. Ja, und bei DC sind ja nur Zombies, also Hirnlose. Sammy, ja. Ich habe einen Bug gefunden. Schon wieder. Was denn? Was? Gras hier. Gras hier, liegt in der Luft. Nein. Ach. Doch, komm mal hier rüber. Ja, okay, das hängt wirklich in der Luft, ja. Riechst du eben das Gras gesehen? Ja, gut. Jeden Tag sehe ich das. Das ist alles hier. Siehst du, weißt du, warum das aussieht wie schwebendes Gras hier? Weil der Schatten fehlt von dem. Die würfen keinen Schatten. Deswegen liegt sich hier nicht drauf, siehst du es? Nee, hey, das ist, schwebt. Okay, ja, das ist 1 Meter hoch, ne? Ja, das schwebt auch richtig. Oh, sie gucken sich so viel von Daisy an. Aber ich finde die Vegetation finde ich hier geiler. Oh, die haben sie ganz schön zu. Ich finde das krass, den Farm und so. Bei die sieht cool irgendwie. Ja, aber es ist trotzdem nur einfach Gras und fertig. Es steht nichts nach oben. Es ist eine russische Gegend. Die sieht immer ein bisschen aus, ja? Ja? Gegenüber Amerika. Amerika wuchert nun mal alles. Die haben auch keinen Rasierer. So, gehen wir da rein jetzt? Hier in das Haus? Ja, komm. Wer schiebt mich denn da gerade? Ich nicht. Warum bin ich hier? Deine Frau. Wieso ist meiner gerannt gerade eben? Mit der Waffe gezogen, ich konnte rennen. Welcher Hühner? Mit der Waffe am Anschlag bin ich gerannt. Okay, Sammy, ich behalte mal das hier im Auge. Ja, ich bin auch ein bisschen abgeklärt, Mensch. Wir reden über Scheißdreck und werden da abgeknallt. Eben. Solche Sachen am Start hier. Ich bin hier. Was ist denn das? Macht diese. Hühner. Das sind deine Hühner. Meine Hühner. Ich habe nur einen Huhn dabei. Das nennt sich Tanja. So. Ich gehe mal in diese Aluminium-Dings, Markus. Mhm. Kann ich der Garten sieht schön nice aus hier, Markus. Ja, siehst du. Leider verlaufe ich mich gerade hier. Aber komm, die Gegend war auch nicht schlecht da oben bei dir. Sieh da die Waldgegend. Das ist wahr. Wenn wir da nicht plötzlich in den Wasser reingesprungen werden.
Oh, Überlichter hier. Aber ich finde, hier klappt das Setting einfach. Das heißt, wenn du irgendwas tust, dann läuft das auch hier. Das ist bei den 7 momentan noch nicht der Fall. Da. Irgendwas tun. Oh, er hat einen Hund getötet. Hund? Nein, habe ich nicht. Die Hunde? Ich hab's gehört. Das Huhn hat geschrien. Wir brauchen wir, ne? Das ist, später das ist von Wagefeuer machen. Gestorben. Ne? Wagefeuer brauchst kein Öl dafür. So angezündet. Lagerfeuer gibt's, glaube ich, mit. Ach, komm. Was? Was? Ah ne, das ist ein Dings hier. Hier ist ein Bug. Ah. Ach so, der kommt. Ja, da kommt einer. Also nee, nee, der kommt. Ja. Oh, was ist das hier? Jede Hose. Braucht ihr nicht reingucken, wenn ich hier reingeguckt habe, ist es leer. Spart euch die Kraft. Das sind schon Schuhe, falls ihr da braucht, da hinten. Falls einer Schweißmorgen hat. Lass mich raus! Ich werde ja weggeschoben. Das ist ganz normales Liebesverhalten. Ist knarrt was? Euch? Was? Ja, das ist der Turm hier. Also. Okay, es wird doch gewonnen, Markus. Ich finde Sounds, find Sounds sind eines der wichtigsten Elemente im Spiel, finde ich, ne? Aber es muss auch passen. Ja, ja. Wie bei DC am Anfang, dieser Zaun immer, obwohl du irgendwo eine Prärie warst, ne? Ja, oder du hörst immer das gleiche, du hörst Wascher. Wassergerausche. Was, was du gesagt hast, was war das gestern? Was war das gestern? Einmal ich D, weiß es nicht. Das Wort mit D hast du wechseln mit T und das T-Wort hast du mit D gesagt. Was war das? Ja, ich weiß es nicht mehr. Deine Frau hat es noch nachgeblabbert. Nein, nein. Also wir gehen weiter, ne? Der passt, okay. Ja, was sind alle da? Du gehst langsam ums Essen und Trinken zu Neige. Ich guck mal, ob ich was zu trinken hab. Dann husch rein. Ja, ihr wisst mich nur fragen, wer Essen braucht. Und trinken. Mir gefällt das nicht, Markus, dass ein 16-Jähriger hier... Ja, ja. Ja. Hier, Kommentare geht hier, ja, so Regeln hier. Ja, ich muss halt für euch sorgen. Kannst du mal sehen. Immer uns fragen, braucht jemand was? Braucht ihr was? Braucht ihr was? Braucht ihr was? Nee, das ist typisches. Wer steuert die Windräder da hinten eigentlich? Der Wind, Sammy. Nee. Eure müssen auch elektrisch angeschoben werden. Die haben auch einen Retarder, wo angetrieben werden müssen. Vom Wind alleine drehen die sich nicht ganz alleine. Die müssen ja. Nein, die müssen. Weiß es. Weil die haben ja eine Sperre drin in den Autos. Sonst würden die ja noch schneller. Wenn da mal ein Sturm kommt, dann würden die ja. Ja, würden wegfliegen dann. Es gibt doch jemanden, der hier das alles als Setting hält. Ja, irgendjemand hat hier Strom. Mach mal den Spieler, der da vorne kommt. Den frage ich jetzt mal. Eigentlich noch nicht. Oh. Alter. Ach, das ist doch kein Bier. Ich fahre jetzt mal auf die Farbe drauf rein, weil es keine Dose ist Bier. Entweder es ist grün oder gelb. Oh, ich lode gerade ganz viel. Nein. Also wir sind weitergelaufen. Ja, aber hier ist ja Essen und so, hallo? Ja, dann nimm doch. Ein Seil brauchen wir auch, ne? Mitnehmen, ja, können wir eine Schlinge bauen. Tanja, reinkommen hier. Revolver, 57er Rounds. Ja, nice. Rechts, da unten. Ich nicht, den Revolver aufheben. Oh. Nicht den Revolver. Nein, Nachstock, den hast du doch schon. Ja. Ein Dildo. Achso, hier so ein Dildo. Alter. Ah, genau. Nimm den mit. Alter, da liegt's doch. Vor deiner Nase. Ich hab das ist ein Dildo. Hä? Hier ist ein Revolver. Ja. Den brauchst du ja nicht. Genau. Aber die Patronen hast du genommen. Wie viel sind's? Eins, zwei? Ein. Oh, eine Kugel. Dabei war es ein ganzer Haufen. Ich hab's genau gesehen. Alles blutet hier. Gehst du hier hoch, Markus? Sollen wir nicht weitergehen? Ja. Kommen wir ich hab nur geguckt, hier ist nichts. Alle gleich. Ah, wir kommen jetzt auf den Denkmal gleich raus, ne? Wo wir uns sonst immer spawnen. Ja. Markus, hier ist übrigens die Karte, wenn du mal kurz gucken willst. Ich kenne das alles. Ja, ich habe auch eine Karte dabei. Ih, das ist noch die alte Markus hier. Die haben noch gar kein neues Plakat hingetan. Ich weiß. Geht zu alles. Okay, naja klar, es gibt ja auch keine Stadt mehr, die das regelt hier.
Sollen wir unten am Strand lang laufen oder auf der Straße? Auf der Straße, da kommt doch gleich vorne hier diese Dings hier. Diese Baracken. Okay. Diese eingezäunten. Sollen wir da kräftig looten überall? Da haben wir letztens auch ein Dings gefunden, gell, Julian? Riesengroßes Teil, da waren lauter Waffen drin im Auto. Ach so, ja. Ja. Eine riesen Beste unten, guck mal. Am Wasser. Ja auch. Hä? Wer hat jetzt eigentlich schon alles einen Helm auf? Ich? Julian? Tanja auch? Ja. Tanja hat einen Motorradhelm auf. Ich habe einen Stahlhelm auf. Markus hat auch einen Motorradhelm. Ja, du bist doch die Chef, du musst die so lassen. Wir sind hier, wir sind die Soldaten. Richtig. Du bist ja Chef, man muss dich ja erkennen. Helm, eine Maske, einen Schal. Wer hat dich eigentlich zum Ding gemacht? Zum Chef? Ich kann dich. Ich bin kein Chef. Ich habe jetzt hier falsche Mütze auf. Ich bin auch kein Chef. Oh, ich hab's gehört. Jeden Abend. Jeden Abend. Im Ernst hat das gehört. Ja, bei plus 8 Grad gewittert schon mal. So, da drüben kommen die Baracken, ja. Die Baracks. Baracks Oberammers. So, was siehst du? Den riecht es hier auch so komisch. Nee, Gewitter? Ja. Gewitter hat keinen Geruch. Gewitter ist geruchlos. Da warst du schon. Nein. Aha. Nein. Bei dem ist Gewitter echt, bei dem ist zweimal Strom ausgegangen gestern. Wegen dem Gewitter. Ja, dann hat sie gestern richtig hier Dings hier, ne? Eingeschlagen gestern hier in Klangsbüll. Da hast du PC nicht runtergefahren, oder? Nö, wir haben weitergespielt. Willst du? Ja, das ist nur die Dings hier in die Windkraftanlage reingeknallt. Trotzdem. Frag mal Julian seinen Vater, hat auch damals gesagt, der war die Fritzbox, kann man nicht ausmachen. Badschaft gemacht und kaputt war. Wir waren genau bei Uschi und dann kamen wir runter. Achtung, hier ist es, Max, ne? Ja, ich weiß, aber deswegen ist. Einzelne Haus nehmen? Links von uns? Und dann langsam rüberschleichen? Es können ja zwei zu dem Haus gehen, es müssen ja nicht immer alle vier auf einmal sterben. Markus, wir bleiben hier, die sollen links in das Haus reingehen, Markus. Dann können wir schon mal... Ja, richtig. Links über die Mauer ist ein Haus. Doch, das ist es. Links. Wer rennt noch rüber? Das ist Julian. Ich. Ach so. Frau Kommando. Nein, das ist... Was? Ach so. Also da ist ein Haus. Licht aus! Ja, jetzt gehst du... Okay. Nimmst du Julian bitte mit? Wer ist denn Julian? Der hier, oder? Ja. Der hat den großen Rucksack. Du doch nicht, Markus. Ich hab keinen, er hat den großen Hose, ich weiß. Okay, Julian, mitgehen. Über die Mauer und Tanja ein bisschen Deckung geben. Markus, wir sind. Ich bin hinter der Mauer, aber zur Sicherheit. Wir sind hinter der Mauer, hast du gesagt, Markus? Ja. Wenn wir von der Seite kommen. Nein. Hier ist ein Gebüsch. Kannst du gut verstecken. Komm, denk dran. Einer muss den anderen ein bisschen schützen, ne? Also, ihr könnt nicht jedes Mal nur mit Taschenlampen durch die Kante rennen. Einer sollte nur eine Taschenlampe anhaben, weil. Ja, gut, ich hab nur eine Axt zum Kämpfen. Was für eine Waffe? Noch nicht, aber die werden wir gleich finden hier. Ja, ich habe so eine Waffe, aber die keinen Schuss hat. Welche? Was für eine Waffe waren das? Ja, eben. Die MK. Was? MKIII? Keine Ahnung, 22?